Was? Was? Hey, Kinders! Was ging bei euch? Also ich bin total verschwitzt und fertig. Gerade eben noch rumgerannt. Ihr habt letztes Mal den Spendending so zugekloppt. Direkt die 25 Euro gefüllt fürs nächste Case Opening. Und das ist jetzt am Stissel, Leute. Ich weiß noch nicht, welche Kisten wir aufmachen sollen. Ich dachte an 10 Kisten auf jeden Fall. Und wir machen höchstwahrscheinlich diese auf. Diese. Ja, warum habe ich so viele Revolverkisten? Ach, so eine Revolverkiste, oder? Komm, scheiß der Hund, nein. Wir machen mal 2 Revolverkisten auf. Es wird natürlich ganz klar ein Special Item. Das ist super klar. Und? Was kommt dabei raus? Wow. Super geil. Ich habe schon lange nicht mehr so eine wunderschöne Waffe wie die AUG Ricochet gesehen. Aber es fängt auch erst an, der Spaß. Also wir können jetzt noch, machen wir die Leitstufe, ganz klar. Komm schon. Es muss, es ist jetzt, los geht's. Die erste Waffe, die es überhaupt gibt in der verschissenen Kiste und ich habe das zweite Mal gezogen. Wow, Leute. Wow, ich bin wirklich begeistert mit diesen ersten 2 Dingen. Jetzt kommen auf jeden Fall ein paar Shadow-Kisten. Was haben wir denn hier drin? Aha, aha. Mhm. Shadow Daggers nehme ich, komm. Gib mir die Shadow Daggers raus und dann bin ich zufrieden. Oh! Hat die überhaupt irgendwas Besonderes? Sieht die nach irgendwas anderes aus? Ist das doch Standard, das Scheißding. Das ist doch ein Hellblue-Skin. Jetzt aber, komm schon. Tu es. Jetzt ist was Saugeiles dabei. Die Franzosenkisten werden die Erfüllung bringen. Das wird's, ich riech's. Ich riech's! Los, komm schon. Was? Was? Hat er da noch runter vom Stuntrack? Oh, oh, die P90 Elite-Bild. Wie hoch sind die Chancen, dass man nur blaue Skins bekommt? Niedriger wie ein Knife? Komm, die erste. Das ist es jetzt. Hopp jetzt. Hier, das ist er. Leck mich doch am Arsch. Wir können noch 4 Kisten öffnen. Ich lege meine gesamte Hoffnung in diesen Klick. Das ist zwar nicht der letzte. Aber jetzt schon Knife besser wie später. Noch nicht mal die NPC Empire, sondern so eine verschissene SSG. Gut. Ist der Track. Und sieht ziemlich alienmäßig aus. Ein Tropfen auf dem heißen Stein macht den Stein auch nicht anders. Jetzt aber! Ich will die Nova Hyperbeast. Oh mein Gott. Dann habe ich ganz viele Hyperbeast-Sachen und so. Ich sag's mal so: Ein Flugzeugabsturz jetzt hier in mein Haus ist auf einmal gar nicht mehr so nicht verlockend. 2 können wir noch aufmachen. Super Case-Opening bis jetzt. Super Teil. Ich habe schon lange nicht mehr so geile Sachen gezogen. So blaue Sachen. Alter Verwalter, sind die blau, krass. Gut, man kann gerade wohl nicht weiter einkaufen. Scheinbar hängt jetzt hier alles. Leute, ich stehe kurz vom Knife. Wollt ihr mir jetzt gerade meinen Knife verwehren, oder was? Steam Marketplace. What the fuck you doing, bitch? Die Chroma 3-Kiste ist es wahrscheinlich. Wow. Naja, wir könnten noch ein paar Sachen uptraden vielleicht. Ich habe, glaube ich, wieder ganz viel grauen Kram. Den grauen Kram gebe ich auch nicht zum Giveaway raus. Das heißt, den werde ich einfach mal, das werde ich mal so raushauen. Los geht's! Ist natürlich super hier. Fact 9, Hades. Da sind so Kratzer drin, 4. Jetzt sind nur noch 2. Hä? Wir können noch mal ein paar blaue weghauen zu einem Ding. Jetzt haben wir noch einen Trade-Up. Ja, ich weiß doch. Wie ist es mir noch unter die Nase reibt? Geht, nee. Auch die Man of War habe ich doch ziemlich oft. Wie oft ich diese Wraith-Waffe habe. Einmal sogar Factory New. Ah. Also, Kinder. Ja, nein, ja. Let's go. Natürlich ein Messer, ist klar, ne? Hey, 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 oder? Also, wenn die nicht schlecht aussieht, dann weiß ich auch nicht, was schlecht aussieht. Oh, Factory New? Na, so ein Zufall. Das ist aber nicht schlecht, oder? Ein Purple Skin Factory New, mindestens 800 Euro wert, wenn nicht sogar 800.000. Hallo? Steam, was machst du? Tja, scheinbar muss ich dann morgen diese 2 Kisten dann noch öffnen im Livestream. Da freut euch ja sicherlich drüber. Ich werde auch ein neues Spendenziel einstellen. Und zwar geht es um dieses Spiel Dead by Daylight, glaube ich. Können wir auch zusammenspielen dann. Bin richtig fett. Master Garden Elite ist schon gut.